herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's in der Nähe von Ochtendung ein Stück lang der Nette. Und ich werde mir nachher mal die Burg Wernerseck anschauen und mache mir da dann einen gemütlichen Resttag. Ja, und dann geht's halt eben wieder zurück. Ist keine große Tour, kleines Stück nur. Ich glaube so irgendwas 4 Kilometer hin, 4 Kilometer zurück, und ja, dann schauen wir mal. Wenn ihr Lust habt, kommt doch einfach mit. Wenn nicht, abschalten. Schau dich das mal an. Oh.
Also mit dieser Ruhe hätte ich ja jetzt hier nicht gerechnet. Also ich befinde mich hier eigentlich genau zwischen drei großen Ortschaften. Ochtendung, Bleit, Gruft. Und wenn wir nachher an der Burg Wernerseck sind, oder wenn ich dann da bin, müsste von da aus die Rhein-Mosel-Eifel-Deponie zu sehen sein. Dass hier so viel Ruhe ist, erstaunt mich doch sehr. Aber schön. Das hier ist übrigens die Nette. Die nette Nette. Und hier oben ist die Nette tatsächlich sauber. Nicht total zugemüllt. Ja, ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnert oder das Video gesehen hat. Ich hatte eine kleine Rundwanderung im Weißenturm an der Nette. War ja grauenhaft. Also da hat man sich tatsächlich gefühlt wie auf einer Müllhalde. So viel Dreck lag da überall. Naja. Hier ist schön. Hier ist tatsächlich richtig schön. Was ein Schiefergesteinmassiv. Wahnsinn. Und das mitten in der Eifel. Nein, das ist ja das Maifeld. So, hier im Vorbeigehen, gerade entdeckt, sieht aus wie eine Höhle. Ja. Ja, sehr tief ist die Höhle nicht. Ja. Auf jeden Fall scheint hier viel los zu sein. Hier scheinen viele Leute vorbeizulaufen oder rüber zu gehen. Die Nette. Gut belaufen der Pfad hier.
hat sich ein kleines Stauwerk gebildet. Und ja, die Enten kamen halt nicht weiter. Aber Enten können ja fliegen, ne? Also einmal kurz durch die Luft und jetzt sind sie da hinten. Mal gucken. Also die werden hier ganz schön schnell abgetrieben. Da hinten sind sie. Da. Ja. Einmal rund ums Karree geflogen und wunderbar, das klappt doch. Ja, vielleicht findet man noch ein bisschen Bärlauch, aber... man weiß es nicht. Diese Blütenpracht hier schon überall. Ah, Empfang ist wieder da. Wenn das der Kraft von da oben nicht wäre, da könnte man echt meinen, man wäre in einer anderen Welt hier. Wahnsinn. So was direkt vor der Nase. Pure Entspannung. Pure Entspannung. Ich mach die Farben hier an. Das ist grün. Oh. Ja, ich weiß gar nicht, wo der Graureiher ist. Das? Da schon vorbeigelaufen bin.
Ja, vielleicht ist er auch schon weg. Es hat sich gerade noch eine Wolke vor die Nase geschoben, beziehungsweise vor die Wolke. Das ist schade. Wanderkarte. Aber ich denke, wir gehen hier einfach links weiter. Weil wir müssen hier auf der Seite hier bleiben. Ja, genau. Irgendwo so ein Schildchen. Mal gucken, ob wir irgendwo ein Hinweisschild finden. Also eigentlich der Wanderweg geht natürlich jetzt hier rüber. Na, wieder zwei Enden. Aber ich meine, soweit ich das auf den Google Earth-Karte gesehen habe, Rassenhof, steht da ein Schild. Ich denke, wir sind hier richtig. Jawohl, jetzt haben wir einen Weg. Ja. Hier sind wir richtig. Einfach diesem Weg jetzt folgen. Immer diese Richtung. Und dann kommen wir auch zur Burgruine Wernerseck. Ja. Super.
alles gefunden. Navi aus. Tschupp, Kamera an. Und weiter geht's. Tatsächlich die Geschichte Vorfeld am PC angeguckt und von daher weiß ich, dass es hier irgendwo links reingehen muss, weil Beschilderung gibt es natürlich keine. Ich denke, das ist kein offizieller Wanderweg mehr hier. Und weil hier geht es jetzt rein in den Wald, der Weg geht hier irgendwo weiter. Ich folge aber dem Trampelpfad. Weil der ist auch tatsächlich, wenn man über Google Maps geht, dann bekommt man diesen Trampelpfad hier angezeigt. Aber der ist natürlich nirgendwo verzeichnet, offiziell. Allem Anschein nach. Naja, ich laufe dem jetzt mal nach, weil das müsste genau der Weg sein, den ich suche. Und tatsächlich, da ist schon die Burg Wernerseck. Ja. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da oben hinkommen. Aber ich denke, ich bin hier richtig. Schauen wir mal.